Hallo, guten Abend. Mein Name ist Mike Stocker, Trainer der zweiten Mannschaft vom SV 1911. Ich habe eine kleine Torschussübung vorbereitet, die ich mir irgendwo mal abgeguckt habe. Also, es geht darum, dass viele Abschlüsse vorhanden sind. Der Torhüter kommt auch auf seine Kosten. Wir haben fünf Stationen. Station 1, Station 2, Station 3, Station 4, Station 5. Laufen wie folgt ab. An den Hütchen vorbei wird gedribbelt, aus kurzem spitzem Winkel wird aufs Tor geschossen. Zweite Station, zwei Hütchen vor Kopf, eins dahinter, Antäuschbewegung, möglichst ein Übersteiger, dann je nachdem mit rechts oder links Torabschluss. Der zum Torabschluss gekommen ist, bietet sich sofort wieder an zu einem Doppelpass, legt auf, Abschluss aus ca. 20 Meter. Viertens, mal den schwachen Fuß trainieren. Auch an den Hütchen vorbei, kurzer, spitzer Winkel als Torabschluss. Danach bietet sich der vierte direkt an. Langer Flugball, Ablage, 20 Meter Torabschluss. Geile, kompakte Übung, viele Torabschlüsse. Der Torhüter, wie gesagt, kommt auch auf seine Kosten. Ja, viel Spaß dabei.